war es. Das Blockiersystem funktioniert wieder. Es wird nicht ewig halten, aber wir haben etwas mehr Zeit. Als du da drinnen warst, habe ich mir mal die Kontrolldaten angesehen. Sie wollten eine Kettenreaktion auslösen. Aber nicht, um damit die Zitadelle in die Luft zu jagen. Seit wir Breens Reaktor ausgeschaltet haben, ist dies ihre einzige Chance, ein Datenpaket zurück an ihre Basis zu senden. Ich weiß zwar nicht, was sich in dem Paket befindet, doch anscheinend ist es wichtig genug, dass sie dafür die ganze Zitadelle opfern würden. Wir müssen es sofort Dart und Dr. Kleiner im Außenposten bringen. Ich habe uns eine Kopie gezogen. Was es auch ist, es bedeutet sicher nichts Gutes für uns. Es gibt noch etwas. Da ist Judith. Sieh nur. Ich bin mir recht sicher, das Projekt lokalisiert zu haben. Schwer zu sagen, wie viel noch intakt ist oder ob es dort noch etwas gibt, das unsere Arbeit behindern könnte, wenn es von den Combine entdeckt würde. Natürlich müssen wir es uns noch genauer ansehen, doch in einigen Stunden dürfte ich mehr sagen können. Wenn sich alles dort befindet, wo wir es vermuten, dann... Ich muss schließen. Ich glaube, man hat uns entdeckt. Wo zum Teufel ist sie? Sie steckt in Schwierigkeiten. Wir müssen das hier und das Datenpaket an Dad senden. Er weiß, was zu tun ist. Fertig kopiert. Hier ist die Kopie. Und jetzt nichts wie raus hier. Oha, das haben Sie wohl gespürt. Ich habe einen Lift hinausgefunden. Hier lang. Komm schon. So, jetzt haben wir das Datenpaket und müssen jetzt abhauen. Ja, das Gravitron war eigentlich einfach nur manipuliert. Ja, ich glaube, das Kapitel geht nicht mehr lange. Es war ja nur ein direkter Eingriff, hat ja eher was mit dem Kern zu tun gehabt. So könnte man das eher hindeuten. So, ich brauche Rollminen. Die noch? Na, dann öffnen bitte mal einfach die Tür. Komm, schlachtet sie. Sehr schön. Ab in den Zug. Komm, geh hier rein. Na, das hat ja wieder mal geklappt. Egal, was diese Kopie enthält, sie sind nicht erfreut, dass wir sie haben. Weißt du eigentlich, sind... Oh nein. Lauter Jäger. Gottverdammte Combine.
Was wird aus einem, wenn man sich wehrt? Oder zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ich hoffe, du weißt nicht mehr, wer du warst. Okay. Mal sehen, wo dieser Zug hinfährt. Mit etwas Glück sind wir raus aus der Stadt, bevor es zu spät ist. Gott sei Dank müssen wir nicht laufen. Hoffentlich ist das Schlimmste vorbei. Du hast uns schon wieder das Leben gerettet. Was ist das? Was sind die Scheißviecher am Leben? Ach du Kacke. Ich rette dich. So, Kapitel geschafft. Schauen wir uns noch das eine ein bisschen an und dann höre ich auch schon wieder fort auf. Yep. Aber an irgendeiner Stelle höre ich den auf. Mal gucken. Untergrund. Warte mal. Ich muss erstmal Luft holen. Okay. Das ist wohl doch nicht so einfach. Wir sitzen jetzt im selben Boot wie die anderen Flüchtlinge. Wir müssen zu Fuß zu einem Bahnhof. Gehen wir nach oben. Dass wir zu Fuß weiter müssen, das ist mir schon klar. Wir müssen aus City 17 fliehen. Hier sieht's ja aus. So, du kriegst jetzt erstmal einen Ziegelstein in die Fresse. Alter, was ist denn hier passiert? So, der ist sehr gut als... Oh, Hüpfer. So. Machen wir den mal dorthin. Was ist hier nur passiert, bitte? Schnimmelt mal mit. Nee. Ich sehe überhaupt. Ohne dein Licht bin ich so blind wie ein Maulwurf. Ja und? Was kann ich denn dafür? Wir müssen durch diese Tür durch. War kein. Mist. Ein Elektroschloss. Wie sollen wir das aufkriegen? Da ist doch klar. Das soll ja dein Spezialgebiet sein. Ja, da. Immer ein Rennen zwischen dir und Barney, wer als Erster wieder drin war. Ach echt? Davon wüsste ich.
Gut. Kann man gut gebrauchen. Dann kann man nämlich damit auch die ganzen Zombies abfackeln. Die hier gibt. Wo ist der Lichtschalter? Ah, wo ist das Licht? Munition habe ich gefunden. Okay. Was haben wir denn da? Meine Schrotflinte. So, ich habe mir mit der Schrotflinte das Schloss aufknacken. Ja. So, und open. Nicht schlecht. Und du hast eine Waffe gefunden. Ja, eine nützliche Waffe. So, tschüss. Ist da noch irgendein Zombie? Ach, Ameisenlöwen. Ja. Komm mal her. Dreckszombie. Ach du Scheiße. So war es hier noch? Wieder Schrotmunition, nee, doch. Aber hier muss ich auf jeden Fall nicht hin. Wir müssen ja hier hinter irgendwie. Oder? Ja. Genau hier. Die gibt's hier? Das Kombinschutzfeld muss ausgefallen sein. Wurde wohl über die Zitadelle gesteuert. Und ein Zombie. Das scheint ein Truppenzug zu sein. Was ist das denn? Ein Kombine-Zombie. Also ein Zombie. Das ist quasi ein Zombie. Ja, klar. Ergibt vom logischen her Sinn. Wenn man den Namen so von der Silbe her so. Naja, halt macht. Mist! Achtung, er hat eine Granate! Ja, und tschüss! Ich würde aber mal sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt den Kern eingedämmt.
und haben jetzt halt wieder unser normales Gravitron. Und zumindest haben wir auch das Datenpaket, was von den Combine stammt, halt jetzt gesichert. Da sollen irgendwelche Daten drauf sein. Die müssen wir jetzt halt eben Dr. Kleiner abliefern. Und ja, jetzt müssen wir halt von dem Turm der Zitadelle in die Untergrundschächte der U-Bahn bis zur Oberfläche uns durchkämpfen. Das machen wir beim nächsten Mal, nicht mehr heute. Ich werde wahrscheinlich dann morgen nochmal weiter aufnehmen und dieses Kapitel spielen. Und dann so wie heute wieder ein halbes. Ja. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und bedanke mich fürs Zusehen, fürs Einschalten bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann und tschüss.